Hallo Freunde, und da sind wir auch schon wieder zurück beim Mutant Witcher. Folge, was sind wir eigentlich jetzt? Kurz auf meinen Zettel gucken. 62, meine Güte. Also wir knabbern uns langsam an die Far Cry Highlights ran, so. Weil da haben wir, glaube ich, 68 Folgen? Ich weiß nicht mehr genau, irgendwie sowas. Junge. So, letzte Aufgabe hier hoffentlich hier in diesem Schloss. Finde Yennefer und hilf ihr. Oh, vielleicht können wir jetzt endlich diesem kleinen, vergnomten Gnom hier. Wo ist er denn nochmal? Der war doch hier rechts. Ne, ihr wisst ja, wen ich meine, Freunde. Da ist er. Dass wir endlich das Geheimnis aus ihm rausholen können. Uma, genau. Uma hieß der kleine Drecks. Ja, das ist der Lambert wieder, mit dem wir eben richtig reingehauen haben. Oder eher gesagt, letzte Woche. Und Lambert, was gibt's Neues? Können wir reden? Worüber? Schön, wieder zusammen zu sein. Schön, mal wieder zusammen zu sein. Findest du nicht auch? Mhm. Nur Ciri fehlt. Danke für die Erinnerung. Ich musste das Thema wechseln, bevor du in sentimentales Schluchzen ausbrichst. Hast du eine Ahnung, warum sie zurückgekehrt ist? Kurzfassung, sie ist auf der Flucht vor der wilden Jagd. Verdammt. Das Pfeifgeräusch mit der Mundanimation. Dass sich kein bisschen verändert. Du hast dich kein bisschen verändert. Höre ich da Enttäuschung? Nein, Überraschung vielleicht. Die meisten werden im Alter sanfter. Du wirst kratzbürstiger. Mama hat immer gesagt, ich sei anders. Mir würden andere Adjektive einfallen, aber anders tut es auch. Fertig, oder? Okay, bis dann. Mach's gut. Ja, pass auf dich auf. Ja. So, Moment mal ganz kurz, Freunde. Hier. Die Position etwas gemütlicher machen, weil jetzt wird's. Oh, also Witcher kann man einfach richtig geil bequem spielen. So, einfach schön, wo ich. Also ich lieg schon fast hier in meinem Sessel. Und boah, richtig schön mit dem Gamepad. Das ist einfach geil, wirklich. Ich feiere es einfach richtig, dieses Spiel. Also ich finde es auch, ich weiß nicht, also wer das Spiel mit Maus und Tastatur spielt, ich finde, da geht dieser Gemütlichkeitsfaktor einfach richtig bei verloren. Aber es ist ja jedem selbst überlassen. Was ist denn da oben? Will ich mal ganz kurz sehen. Was sind das hier für komische Geräusche in diesem Schloss? Ah, eine Kiste. Komm her. Rostiges Brotmesser. Das bringt einfach nichts. Und hier ist eine Fackel an. Die lassen wir auch besser an. Wollen sie ja hier nicht zum Eskalieren bringen noch. So, hier kommen wir eher so in die hinteren Lagerhallen. Ich glaube, hier ist nicht mehr so viel. Ne, hier ist so ein... Ja, eigentlich so ein Menschenkäfig, kann man sagen. Hier kann man ja eigentlich nur Menschen drin festhalten. Aber ich frage mich gerade, warte mal, jetzt gucke ich mir die Proportionen von Geralt an. Ne, da kommt man nicht raus. Ich habe gerade so kurz überlegt, ob man da wirklich vielleicht als Mensch rauskommen könnte. Wenn man es ultra will, aber ich glaube, das schafft man dann doch nicht. Ich meine, die werden es natürlich auch so gebaut haben, dass es natürlich nicht geht. Ne? Ich meine, die sind ja nicht komplett bescheuert gewesen. Was haben wir denn hier? Was ist das denn für ein Raum? Aha, boah, hier geht's ultra runter. Okay, hier werden wir erstmal nichts machen. Wir werden uns jetzt an die Hauptquest hier weitermachen. Das ist die Hauptquest? Ja klar, müsste ja die hier sein, ja. Und ich glaube, es wird auch mal nochmal Zeit für so eine kleine Nebenquest-Stream, oder? Was meint ihr? Könnt ihr mal reinschreiben, ob ihr das jetzt schon wollt oder ob wir da vielleicht noch lieber ein, zwei Folgen weiterspielen sollen. Ich weiß es nämlich selber nicht so genau. Weil, ich meine, fette Rüstung braucht man immer, ne? Ah. So, hier durch. Bin ich schon wieder hier? Fertig, ey. Okay, dann müssen wir hier hoch. Ja klar, die war ja auch irgendwie auf so einem Turm. Stand da ja irgendwo in der Quest, im Questlog. So, das Mikrofon noch ein bisschen... Ja, wir lassen es einfach so. Boah! Hab ich mich jetzt erschrocken. Meine Fresse. Was soll das? Der Kristall! Willst du uns in die Luft jagen? Geralt, tut mir leid, aber ich bin nicht zu Scherzen aufgelegt. Was ist los mit dir? Lass mich nachdenken. Das war der dritte Kristall, der explodiert ist. Lambert tut seit einer Woche nicht, worum ich ihn gebeten habe. Wesemir besteht boshaft darauf, die Wand direkt unter meinem Fenster zu reparieren und hämmert beim ersten Morgengrauen drauf los. Und Eskel sucht statt Gabelschwänzen wohl eher Pilze.
Die Jungs, nun, sie waren nicht gerade glücklich mit dir. Warum nicht? Weil du nicht sagen willst, was du planst. Du behandelst sie wie Lakaien und beziehst sie nicht mit ein. Uns, genauer gesagt, denn mir geht es auch so. Ich werde alles erklären, zur rechten Zeit. Zuerst müssen wir die Vorbereitungen abschließen. Was soll ich denn tun? Traust du uns einfach nicht? Ich hörte, was du mit deinem Bett gemacht hast. Ja. Ich hab von dem Bett gehört. Schläfst du wirklich lieber auf dem Boden? Nicht empfehlenswert. Der Stein kann furchtbar kalt werden. Etwas Kälte ist mir lieber als ein Bett voll roter Haare. Bist du wegen Triss so sauer, dass du dich an den Möbeln austoben musst? Hättest du lieber, dass ich mich anderweitig austobe? Geralt, ich wirke ungern wie eine rachsüchtige Giftnudel. Aber in diesem Bett hast du zufällig eine gute Freundin von mir gefickt. Ja, ich weiß. Du hattest das Gedächtnis verloren. Wie auch immer. Sagen wir einfach, dass ich aufhöre, dir Vorwürfe zu machen und du dafür das beknackte Bett nicht mehr erwähnst. Einverstanden? Einverstanden. Wunderbar. Beschäftigen wir uns mit Wichtigerem. Ja gut, das war natürlich vielleicht nicht ganz so, ne? Ihr wisst ja, was ich meine. Hast du ein Vertrauensproblem mit uns? Ach, nein. Wobei, ich fürchte, dass ihr mir nicht vertraut. Daher würde ich bestimmte Dinge lieber geheim halten. Fürs Erste. Ziemlich verdrehte Logik. Das mag ja wirklich so scheinen, aber du wirst mich noch verstehen. Okay, also, dann fangen wir mal an. Was soll ich tun? Schön. Was soll ich tun? Hilf zuerst Eskel und Lambert. Einer sollte mir Rückenmarksflüssigkeit von Gabelschwänzen besorgen. Der andere das Phylakterium mit Elementarenergie verstärken. Ich warte noch auf beide. Schon erledigt. Tatsächlich? Welch Einsatz. Dann bleibt nur noch eine Kleinigkeit. Wie du gesehen hast, benimmt sich mein Megaskop recht spektakulär. Ich bin sicher, dass es in der Nähe eine Energiequelle gibt, die Störungen produziert und verhindert, dass die Kristalle funktionieren. Wir müssen sie finden und neutralisieren. Und das schnell. Ich muss mit jemandem reden. Es ist wichtig. Wie mache ich das? Mit wem willst du Kontakt aufnehmen? Mit wem willst du Kontakt aufnehmen? Oder ist das auch geheim? Das ist keineswegs geheim. Mit Ida Emian. Erinnerst du dich? Wie könnte ich sie vergessen? Logenmitglied. Elfische Wissende. Genau, eine Wissende. Wie der Name sagt, dürfte sie vieles wissen. Ich will sie wegen Uma um Rat fragen. Zufrieden? Deine zauberhaften Freundinnen, Wissende oder nicht, haben mich schon einmal verraten. Aber was sein muss, muss sein. Wärst du doch nur bei allen so vorsichtig gewesen. Sei's drum. Danke für deine Erlaubnis. Boah, wie sie mich auch drauf richten. Wie mache ich das? Na gut. Wie finde ich die Quelle? Benutzt diesen Protestakquisitor. Einfach aus der Hosentasche gezogen. So ein ultra großes Teil. Protestakquisitor? Klingt ausgefallen und kompliziert. Und ist doch so einfach. Schön festhalten und bewegen. Je lauter er piepst, desto näher bist du dran. Mhm. Ach du Scheiße. Erspar mir bitte deinen halbstarken Humor. Und, worauf wartest du? Geh einfach, ich finde die richtig scheiße gerade. Eins noch. Die Schwerter. Danke, Geralt. Questgegenstände, du hast einen Questgegenstand erhalten. Bereite ihn auf den Einsatz vor, indem du ihn in den Inventar auf der richtigen Stelle platzierst und dann auf den Schnellzugriff auswählst. Drücke RB oder RB, um den Gegenstand zu verwenden. Das heißt, ich müsste den dann irgendwo Inventar. Questgegenstände war das doch. Phylakterium. Kräuter. Ne, warte mal. Andere Gegenstände, Alchemie-Gegenstände. Wir können eigentlich nur hier bei Questgegenstände sein. Wolfsmaske. Wo ist denn dieses Teil jetzt? Ach, das ist schon da unten. Da. Nee, das. Hä? Das sollte schon da bleiben. Aber warum konnte ich den hier nicht auswählen? Ach, der ist er doch. Da haben wir ihn doch.
Hier ist nichts. Okay, also so ein Gerät, was Energiequellen ja, messen oder orten kann, eher gesagt. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie einfach oder wie schnell wir das finden werden. Und ich müsste schon mal mir eine Hosentasche Ultra ausschlagen. Ja! Gelinde! Fertig! Guck mal kurz hier. Hier ist nichts. Oh, ich habe ein Signal. Das Signal wird stärker. Nee. Nee. Kann nicht mehr weit sein. Ich habe also doch einen Freiwilligen gefunden, der mit dem Zwitscherstock rumläuft. Psst. Aha. Können wir reden? Ach, no. Ist es doch nicht. Ich dachte, es wäre das Mannequin da. Der Oma. Nee, gehen wir kurz weg hier. Aber es ist hier. Wiedersehen. Ich meine, man hört es ja ultra wirklich. Schon wärmer? Wärmer? Eis? Jetzt auf. Puls schwach, aber regelmäßig. Hexer zu Pferde haben sich nicht ausgezahlt. Schon wärmer? Wärmer? Eis? Sieh zum Feuer. Hä? Das muss doch hier irgendwas sein. Pupillenfunktion normal. Ja, das klingt so, als ob ich das... Ja? Was ist denn, Wolf? Warte mal. Ich habe Emir getroffen. Ich habe Emir getroffen. Emir. Welches gekrönte Haupt hast du nicht getroffen? Ein paar. Hoffentlich bleibt es so. Weißt du noch? Der erste Krieg gegen Nilfgaard. Die Schlacht von Sodden. Der gesamte Norden kämpfte vereint. Temerien, Redanien, Kedwin, Edirn. Und die Magier waren Helden. Erst auf dem Schlachtfeld, dann in Balladen. Nicht viel übrig von dieser Welt. Bis später, Wesemir. Aber wie soll ich denn... Finde, schon wärmer, halten. Wärmer, ach, warte mal, Hexe sind es vielleicht auch noch. Keine Reaktion auf bin die ich Medizin. Am Geritz, oder was? Kann doch nur jedes kleine Kackvieh sein. Mir rastet das doch förmlich aus, das Teil. Wärmer, wärmer, heiß. Gefällt dir das? Schnur. Hüpf nicht, wa? Interessant. Keine Angst vor Silber. Hexer zu Pferde haben sich nicht ausgezahlt. Ah, da bist du ja. Wärmer, wärmer. Quest, ah, okay, Eis. Okay. Die Störung kommt von dort. Was ist in diesen Kisten? Die Meritium-Bomben. Hat Lambert gemacht. Kein Wunder, dass das Megaskop nicht funktioniert. Also, die müssen hier raus. Das kann ich machen. Nicht, dass du meine Regale durcheinander bringst. Aber pass auf Uma auf. Ja, Onkel Wesemir. Für die Aufgabe wie für den Hexer. Wie sieht's denn aus? Wesemir nimmt dich doch nicht zu hart an. Uma. Dachte ich. So, er bringt jetzt also die Kissen. Ist das später? Oh, der sieht aber schon leicht müde fertig. Aus. Du kannst gehen. Sehen wir uns jetzt die konditionierten Reflexe an. Ja, wie ein Ultra untersucht. Okay, ob es das ist wohl wahr? Okay, dafür darf man hier Ultra runterrennen. Für so scheiß Kisten. Da hatten die Entwickler doch ein bisschen Langeweile gehabt, oder? Also das ist ja wohl wirklich... Hätte ich mir jetzt ein bisschen geiler vorgestellt. Naja, egal. So, wieder da hoch. Oh, hier. Was ist denn hier? Ach so. Ich muss einfach nur noch nochmal 360 Grad hochrennen. Was ist das hier für eine Tür? Warte mal, kann man... Da stand doch gerade was.
abgeschlossen. Geht also nicht daraus. Guck mal, was die jetzt sagt. Aha, sieht schon besser aus. Okay. Danke, jetzt scheint es zu klappen. Was war es? Die Meritium-Bomben hat Lambert bei den Betten gelassen. Er hatte wohl keine Ahnung, dass sie mein Megaskop stören könnten. Jetzt war ein Spaß, aber Lambert hat keine Ahnung von Megaskopen. Weißt du, Lambert ist nicht gerade Experte in Megaskop-Fragen, also... Bitte, Lambert ist fies, nicht blöd. Genug. Bereit für das Gespräch? Darf ich denn hier sein? Logenmitglieder weihen ja nicht jeden in ihre Geheimnisse ein, habe ich gehört. Nimm es als Zeichen meines Vertrauens. Fangen wir an. Und Geralt, bitte benimm dich. Hast du nicht gerade gesagt, dass du mir vertraust? Hör auf, meine Worte zu verdrehen. Catmill, Yennefer, Wengerberg, Greenblade. Hallo, Ida. Catmill and Severne. Warum hast du mich gerufen? Wir müssen einen Fluch brechen. Er wurde in einem mir unbekannten Dialekt der älteren Rede ausgesprochen. Ich verstehe. Und die Worte des Fluchs? Wafail Elaine, Catmill Folie, Gledif Dorn Eptenate, Bundro Itne Iacus. Krass, Junge. Die Worte hast du schon gehört, nicht? Anscheinend hast du diese Worte schon mal gehört. Ja, in Legenden. Solchen, die nicht gut ausgehen. Kannst du uns mit dem Fluch helfen? Einigermaßen. Agnes de Glanvilles Beschwörung zusammen mit Elders Triangel, umgedreht natürlich, sind die einzige Rettung. Aber ich kann nicht garantieren, dass sie ausreichen. Danke, Enseverne, Wafail. Unser Gespräch ist noch nicht beendet. Okay. Oh, jetzt gibt's richtig Stress. Du willst bestimmt was dafür haben. Lass mich raten. Du willst was dafür haben. Wenn's recht ist, Gwynblade, würde ich bitten, dass du mit der Raterei aufhörst und zuhörst. Es nahen die Zeiten der weißen Kälte und des weißen Lichts. Und die Welt wird in Frost ersterben. Ich kenne Idlinis Prophezeiung. Das bezweifle ich nicht, aber verstehst du sie auch? Das ältere Blut kann die Zeit des Endes initiieren oder sie aufhalten. Denk daran, Gwynblade. Denn du wirst bestimmen, ob aus dem Funken ein Feuer wird. Mhm. Und jetzt? Hast du das verstanden? Hast du eine Ahnung, wovon sie gesprochen hat? Von Ciri natürlich. Ich wünschte, es würden sie verflucht nochmal alle in Ruhe lassen. Daraus wird wohl nichts. Und jetzt? Alles in allem ein interessantes Gespräch. Und jetzt? Jetzt könntest du dich entschuldigen, weil du dich trotz meiner Bitte wie ein Tölpel benommen hast. Was die sich fährt einfach. Ich wüsste nicht, warum ich mich entschuldigen sollte. Ich weiß, Zauberinnen erwarten eine Verbeugung. Also verweigerst du dich und zeigst ihnen stattdessen den Vogel. Sehr reif. Genug. Es ist alles bereit. Wir sollten die anderen holen und anfangen. So sieht's aus. Alles ist bereit. Wir können anfangen. Lambert, bereite die Apparaturen vor. Eskel, geh. Das reicht, meine Liebe. Ich gebe hier die Anweisungen, nicht du. Wir hatten eine Vereinbarung. Wir heilen Uma auf meine Weise. Ich sagte, wir helfen dir. Das war's. Du hast es noch nicht für nötig gehalten, uns zu informieren, was du mit ihm machen willst. Es ist nicht sicher, oder? Dachte ich mir. Deshalb sollten wir erst eine andere, weniger gefährliche Methode versuchen.
Welche andere Methode? Welche andere Methode? Stammt aus einem traditionellen Brauch. Hab sie oft benutzt. Etwa im Jahr 1211, um den Fluch des Schwans von Povis zu brechen. Ich bringe Uma in die Berge. Und dann heult ihr zusammen den Mond an? Etwas mehr Respekt. Du redest nicht mit Geralt. Nein, das machen wir nicht. Ich lege ihn auf einen Grabstein. Um Mitternacht gebe ich ihm einen Tee mit Schierling, der... Das muss ich dir nicht erklären. Meiner Meinung nach... Ich kenne deine Meinung, aber ich bitte dich nicht um Erlaubnis. Ich sage dir, was passieren wird. Im Morgengrauen bin ich zurück, mit Uma. Oder was auch immer in ihm drin ist. Ja, wie er in die Hände klatscht und er kommt sofort. Jetzt hat er so ein kleines Pferdchen da noch eine Gürtelschnalle gelitten. Wie sind wir jetzt ein mürrischer alter Mann geworden? Was jetzt? Nun, wir haben den Abend frei. Was machen wir jetzt? Vesemir sagte, dass ein paar Dachbalken ausgetauscht werden müssen. Wir könnten uns darum kümmern. Die beste Request, Junge, einfach. Ein zusammen trinken. Klingt viel besser als die Dachbalken. Hätte nichts gegen einen kurzen. Oder zwei. Ich kann nichts machen. Wurde überstimmt. Auf geht's. Macht es wir sind schon richtig ärgert, Junge. Aber wartet noch kurz. Geralt und ich müssen reden. Oho, das klingt ernst. Oho. Komm, Lambert. Bis gleich, Geralt. Mann, ne. Stimmt was nicht? Irgendwas nicht in Ordnung? Nichts. Ich wollte dich für mich alleine. Ohne, dass die anderen merken, was wir machen. Mhm. Und was machen wir? Uns nach oben schleichen und uns lieben. Oh, du nimmst kein Blatt vor den Mund. Ich bin zu alt, um die schüchterne Braut zu spielen. Es sei denn, du fragst artig. Gehen wir? Du kannst später zu den anderen. In einer Stunde. Oder zwei. Wie ist auf jeden Fall... Ich kann auch nur ein Trick sein. Oder drei. Großartig, ja, klar. Ich werde dich daran erinnern. Wie sie bestimmt irgendwas Dummes vorhat. Was ist das denn? Hä? Was ist denn jetzt passiert? Warum hat der so eine Frisur? Ja, Leute, dreht den Monitor bitte um. Es ist ganz komisch gerade. Oh yeah. Hauptsache, man sieht die Schwerter zwischendurch. Wie man auch nie seine Ruhe haben kann. Dümmste Kameraschnitte. Sieh einer an. Turteltauben im Anflug. Habt ihr euch amüsiert? Du hast die Antwort doch gehört, Lambert. Außerdem geht's uns nichts an. Komisch, dass die das in so einer komischen Rendersequenz gemacht haben. Ich hoffe, Krüge passen dir auch. Heute trinke ich sogar aus einem Stiefel. Statt Trübsal zu blasen, könnten wir uns gegenseitig auf den neuesten Stand bringen. Nun, was ist so mit dem Lambert? Sag mal, woher kam dieser Katakan? Katakan, ja. Eske, dieser Katakan, den wir zusammen fertig gemacht haben, wo kam der her? Ein Katakan? Ohoho, gefährliche Hurensöhne. Und wählerisch. Meiner hatte eine Vorliebe für junge Frauen aus gehobenem Haus. So wie ich.
Deine Fantasien interessieren keinen Lambert. Aber der Vampir. Selbst ich würde gerne wissen, wie du es angestellt hast. Mein Kunde hat einen Maskenball für die Wohlhabenden der Stadt gegeben. Um den Vampir anzulocken. Ich war auch da, verkleidet. Ich sag euch, so viel Erfolg wie an dem Abend hatte ich bei Frauen noch nie. Hast du den Vampir erwischt? Geschäft und Vergnügen mischen? Keine gute Idee. Was ist aus dem Vampir geworden? Hier. Ich hatte eine Abmachung mit einer jungen Alchemistin. Hat sich zugedröhnt. Fistech, Wodka, magische Pilze. Der Vampir hat sie im Garten gefunden und gebissen. Der Kampf war reine Formsache. Ein modernes Märchen zum Thema Völlerei. Und der Alchemistin geht es gut? Ja, hat etwas Blut verloren. Aber schlimmer war der Kater. Hat einen Monat lang nur Gurkensaft getrunken. Bah. Wo hast du dich rumgetrieben, Lambert? Was hast du getrieben, Lambert? Hattest du interessante Aufträge, bevor du dich auf die Suche nach Karadin gemacht hast? Oh, stimmt. Ein Auftrag in Lan Exeter. War zugegeben recht einträglich. Ja, in Kovir liegt das Geld fast auf der Straße. Weißt du, wie viel sie dafür an Ertrunkenen zahlen? Ruhe, jetzt rede ich. Dieser Riese hat sie also heimgesucht, hat Reisende angegriffen, Menschen in die Sümpfe verschleppt. Und sich auf der Hauptstraße erleichtert, sodass jeder reingetreten ist. Du hast genug Spannung aufgebaut. Komm zum Punkt. Also, hat sich rausgestellt, dass es kein Riese war, sondern ein großer Waldtroll. Und die Reisenden wurden von Räubern überfallen. Was hast du gemacht? Erst die Banditen erledigt, um die Straßen sicherer zu machen, dann den Troll. Sollte seinen Kopf liefern, um den Lohn zu kassieren. Pragmatisch wie immer. Du hättest den Troll verschonen können. Wie einfach alles vernichtet hat, ne? Du hättest den Troll verschonen können. Um Wurzeln zu essen und im Straßengraben zu schlafen? Ich brauchte das Geld. Und dem Troll weint keiner eine Träne nach. Lasst uns ihm zu Ehren anstoßen. Das ist das Mindeste. Ja. Wie auch wirklich was davon hat. Na, da trinke ich halt was. Aber nur einiges nicht. Erlebt in letzter Zeit. Könige, Drachen, Verschwörungen und dann habe ich Yen gefunden. Wirklich sehr schön. Aber warum erzählst du uns nicht von Uma? Lange Geschichte. Ich war Ciri auf der Spur. Bin nach Velen, Skellige, Novigrad, um mal wieder Rittersporn zu retten. Hat er etwa schon wieder die Falsche gevögelt? Ach, apropos alte Freunde. Novigrad und Vögeln. Wie geht's, Triss? Fick dich. Ich hab grad schon Uma gesprochen. Triss, kommt schon klar. Komm. Du kannst mich mal, Lambert. Hey, da hab ich wohl einen wunden Punkt getroffen. Lambert, nicht witzig. Gut. Sind wir jetzt auf einmal ernst? Na dann. Yen, was hast du mit Uma vor? Ich sagte doch, wir sprechen morgen darüber. Dann raus mit der Sprache. Mitternacht ist rum. Ich werde ihn der Kräuterprobe unterziehen. Aber nur... Du wirst ihn was? Achte auf deine Manieren. Achte auf deine Manieren, Lambert. Hast du gehört, was diese... Ich sag's dir nicht nochmal. Tut mir leid. Willst du einen Hexer aus ihm machen? Natürlich nicht. Es geht mir auch nur um die erste Hälfte der Probe, weil... Weil du ihn leiden sehen willst? Unterbrich mich nicht. Sonst werde ich dich leiden sehen. Um Uma seine alte Gestalt wiederzugeben, müssen wir erst... Wie erkläre ich's? Es ist wie mit Ton. Um ihn zu formen, muss er feucht sein, sonst zerbröckelt er. Darum geht's im ersten Teil der Probe. Er bereitet den Körper auf eine Veränderung vor. Nur so können die Mutagene einen Hexer hervorbringen. Das wäre die erste Probe seit Jahren. Wie stehen die Chancen, dass Uma überlebt? Wie stehen die Chancen, dass Uma überlebt? Nicht gut. Aber wir haben keine Wahl. Es sei denn, Wesemir macht seinen Trick mit dem Schierling. Du wirst dich wundern. Der Alte weiß, was er tut. Das wäre die erste Probe seit Jahren, ja? Das wäre die erste Probe seit Jahren. Jahrzehnten. Ich wusste, dass ihr skeptisch sein würdet. Skeptisch? Darum geht es nicht.
Dieses geheime Wissen ist vergessen. Und so sollte es auch bleiben. Ich bin die Letzte, die euch vorschlagen will, Horden von Hexern zu züchten. Das brauchst du auch nicht. Bis jetzt hatten wir eine gute Ausrede, warum wir keine Lehrlinge aufnehmen. Das sollten wir überdenken. Später vielleicht. Wer will noch eine Runde? Oh, ich. Aber wir haben nichts mehr zu beißen. Geralt, wie wär's mit einem Überfall auf die Küche? Gute Idee. Edle Herren, es war mir eine Freude, mit euch zu trinken. Besonders mit Lambert. Aber es ist schon spät. Bleibt nicht zu lang auf. Morgen ist ein wichtiger Tag. Mhm. Wollte nicht hören, oder? Wollen Sie nie. Wovon redet ihr? Vor einer Weile hatte Eskel einen Samuvila-Auftrag. Tolle Geschichte. Gleich erzähle ich weiter. Erst aber etwas Nachschub. Oh, die Leber lässt grüßen. Was ist das? Nennt sich die Quälerei. Zu gleichen Teilen Schnaps und weiße Möwe. Was guckst du so? Jen ist im Bett. Jetzt wird richtig zugelangt. Sehr gut. Noch ein. Zum Wohl. Frau wird ins Bett geschickt und los geht's mit dem Saufen, Alter. Ist einfach jetzt gar nicht mehr klar. Alter, ist doch nicht dein Ernst jetzt. Alter, was haben die denn da alles vernichtet? Also, diese Samovila. Zu nehmen wir was Lustiges. Spiel weg, Karten, Schlafenszeit. Also, diese Samo. Komm mal. Na los, amüsieren wir uns. Langweilen wir dich etwa? Nein, es ist nur nicht witzig genug. Unser Schönling hat recht. Hör zu, ich kenne da ein Spiel von einem Schüler in Ochsenfurt. Mhm. Einer fängt an und sagt, ich hab noch nie. Und beendet den Satz, wie er will. Wer das Erwähnte schon mal gemacht hat, muss einen trinken. Dann ist der Nächste dran. Klingt gut. Du fängst an. Ich hab noch nie mit einem Succubus geschlafen. Hä? Hab ich nicht kapiert. Succubus? Na, sieh mal einer an. Eskel, Eskel. Stille Wasser sind tief. Ich stehe total auf Frauen mit Hörnern. Gut, jetzt. Ich habe noch nie nach einem Besäufnis nur noch meine Unterhose angehabt. Ich habe noch nie nur nach einem Besäufnis meine Unterhose angehabt. Oh, Lambert, Lambert. Kermorans schwarzes Schaf. Das Beste kommt erst noch. Es war nicht mal meine Unterhose. Also gut, Geralt, du bist dran. Ich hab noch nie. Fistech genommen. Einen Sprung aus dem Fenster einer Geliebten machen müssen. Einen Sprung aus dem Fenster einer Geliebten machen müssen. Echt nicht? Muss ja ein harter Hund sein, dessen Frau du durchgevögelt hast. Irrtum. Es war ein Freund. Ich wollte ihn nicht kränken. Ja? Ein schöner Freund bist du. Gut, Leute, lassen wir das. Sonst kann ich euch nie wieder in die Augen sehen. Ist ja kälter als im Arsch eines Eisriesen hier. Meine Herren, ich komme wieder. Aber erst muss ich für kleine Drachen. Wie sie sich alle weghauen. Ne? Ich finde es hier nicht kalt. Mir ist eigentlich ziemlich warm. Er war schon immer eine Frostbeule. Erinnerst du dich noch an den Winter vor 15 Jahren, als der Schnee bis zum Bellentan liegen blieb? Hm. Lambert saß am Feuer, in eine Decke gehüllt. Hat jedes Mal geflucht wie ein Rohrspatz, als es zu schneien anfing. Hallo, ihr Knirpse. Feiert euren eigenen kleinen Karneval, was? Alkohol, meine Besten, ist des Hexers ärgster Feind. Wo hast du denn dieses Hütchen her? Aus Wesemirs Koffer. Der letzte Schrei des Jahres 1112. Sicher hat es der Alte getragen, als er Mädels aufreißen ging. Oder wie man es damals sagte,
den Weibern den Hof machte. Jungs, ein Hexer zu sein, ist mehr als nur Karten und Schnaps. Es ist harte Arbeit. Nicht für uns ist das Zwitschern Boah, ist von fertig. Kindern. Nicht für uns. Ist gut. Ein Wesimir reicht uns. Zieh das aus, bevor es kaputt geht. Und schenk ein. Oh, das mache ich, Eskel. Ich schenk ein. Bis zum Rand. Denn ohne Wodka bist du steif wie ein Buchhalter in der Gipskorsage. Boah, sind die alle am Ende, Junge. Also diese Samovila. Erzähl mal, wie war das mit dieser Samovila? Hat einen Bauern geschnappt. Aber statt glücklich zu sein, dass er entkommen konnte, hat sich der Idiot Hals über Kopf in sie verliebt. Wollte, dass ich sie einfange, hab abgelehnt. Also hat er es allein versucht. Mit einem Fischernetz. Ich wette, die zwei tanzen jetzt auf einem fahlen Feld eine Masurka. Tolle Geschichte. Und eine Moral hat sie auch. Ach ja? Und die lautet? Halt dich von gefährlichen Frauen fern. Hm. Könnt ihr endlich Jen aus dem Spiel lassen? Kannst du endlich Jen aus dem Spiel lassen? Ja, sobald ich ihr vertraue. Du würdest für sie durchs Feuer gehen. Aber sie spielt mit dir wie mit einer Fiedel die ganze Zeit. Hör zu, ihr gottverdammten Beziehungsexperten. Keiner von euch war je mit einer Zauberin zusammen. Aus gutem Grund. Gut, lassen wir unseren Hübschen, bevor er sauer wird. Er hat schon diesen beleidigten Blick. Nicht auszuhalten. Trink, Geralt. Auf dich und Jen. Und wenn sie nicht gestorben sind... Wie sie sich hier richtig zuknallen, oder? Puh. Der Wodka. Der Wodka ist alle. Wer holt noch rein? Ich war schon. Ich hab Essen geholt. Na gut. Ich geh. Küche. Da lang, oder? Wir sollten jetzt wirklich langsam pennen, sonst schaffen wir morgen nicht mehr. Lambert, ich mag dich. Das weißt du doch, oder? Lambert, Kumpel. Ich muss was loswerden. Ja? Manchmal bist du ein echter Idiot. Aber ich liebe dich, Bruder. Und du bist manchmal ein echter Angeber. Aber scheiße. Ich würde mit dir durch die Hölle gehen. Komm her, du Knallkopf. Scheiße. Kaputt. Zum Glück war sie leer. Wo ist Eske? Müsste längst wieder da sein. Wir müssen ihn suchen. Das ist eine Aufgabe für Wesemir. Nicht schon wieder. Zieh die Mütze aus. Wo ist dieser Jungspund nur hin? Vielleicht es gibt ist richtig Ärger morgen. Ich wette es. Los, Männer. Auf zur Rettung. Ach du Scheiße. Eskel, klopf, klopf. Was sind die fertig? Hat etwas Wein vergossen und ist mitten durch die Pfütze gekrochen. Musstest du dich jetzt hinknien, um das zu sehen? Hätte ich mich vorgebeugt, dann hätte ich mich übergeben. Da. Boah, der ist ja richtig am Torkeln, nur. Der war gar nicht mehr klarkommt, nur. Boah, ey. Dieses Spiel ist einfach das allerbeste, ohne Spaß. Eskel, klopf, klopf. Wenn ich hatte hier irgendwo vielleicht wirklich einen Unfall hatte. Dann ist es natürlich unsere Pflicht, ihn zu suchen. Eskel, du Säufer! Hier hat er wieder was verschüttet. Hier war er wieder ein bisschen am Torkeln. Hier wusste er auch wieder einfach nicht, wie er seine Füße platzieren musste. Eskel, klopf, klopf. Hier rennen kann ich nicht. Sollte ich vielleicht. Boah, hat der hier ultra was verschüttet die ganze Zeit. Was ist denn? Eskel, du Säufer! Komm da raus! Hä? Ich dachte, den nehmen wir an. Hast du das gehört? Das klang wie das Japsen eines verwundeten Wyverns. Verdammt, wir haben den Kampf verpasst. Ich glaube, er hat sich wehgetan. Eskel ist in der Nähe. Halt durch, Bruder. Eskel. Wir kommen. Was ist denn hier passiert? Oh. Erfahrungspunkte. Hey, schau mal, da ist er. Mit seinem getreuen Meckerfritzen.
ja. Hallo, Eskel. Wach auf. Hm, wie? Was ist passiert? Bist abgefüllt. Sternhagelvoll. Und noch einiges mehr. Das ist passiert. Steh auf. Du kannst einen Schluck vertragen. Lass mich. Muss kotzen. Immer dasselbe, wenn wir drei zusammen sind. Lass uns jemand Viertes finden. Besser, eine Frau. Keine hier außer Yen. Und die wollen wir lieber nicht aufwecken, glaub mir. Was ist mit dieser Zauberin, mit der ihr gesprochen habt? Wir machen das Megaskop an, laden sie freundlich ein. Sie teleportiert sich her, bringt vielleicht ein paar Freundinnen mit. Wie klingt das? Kann man so leiden? Du bist ein... Du bist ein Genie. Du bist ein Genie. Er hat einfach den kompletten Durchblick. Und wie gern ich das jetzt machen würde, ne? Aber dann ist, schon, dann können wir einfach unser restliches Leben hier vergessen. Ich glaube, du solltest nichts mehr trinken. Lambert, glaub mir, du solltest nichts mehr trinken. Ja, du bist bloß neidisch, dass du nicht drauf gekommen bist. Aber warum willst du es uns verderben? Mir fehlt zum Streiten die Kraft. War klar, du Windbeutel. Könnte dich mit einem Finger erledigen. Hey, entspann dich, Lambert. Willst du kämpfen? Hä? Willst du? Na los. Jetzt hau dich auch noch auf die Fresse. Ja. Du bist ein Genie. Oh. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Verdammt. Was für ein Traum. Oh. Wir müssen einfach richtig eskaliert haben lassen, ne? Aha. Jetzt zack, umgezogen. Wie ich sehe, sind alle schon munter. Und eine kräftige Fahne habt ihr auch. Dieser Hut war ein persönliches Erinnerungsstück, Lambert. Immer mit der Ruhe, alter Mann. Das geht in der Wäsche alles raus. Du kannst den Jungs später auf die Finger klopfen. Gehen wir an die Arbeit. Wiesi, hast du etwas herausgefunden? Hat die Methode nicht funktioniert? Wesemir, etwas rausgefunden? Während ihr Gabelschwänze gejagt und mit dem Megaskop rumgespielt habt, hab ich Uma untersucht. Mir ist etwas aufgefallen. In Momenten, wie sagt man, begrenzter Bewusstheit, verhält er sich anders. Wenn er einschläft, wacht er plötzlich für einen Moment auf. Dann bewegt er sich anders, hat einen anderen Blick, aber nur für einen kurzen Moment. Also habe ich ihn in Trance versetzt, hypnotisiert. Zuerst ohne Wirkung. Aber als er richtig weg war, habe ich was gehört. Ein Seufzen oder Stöhnen. Jedenfalls nicht Omas Stimme. Aha. Schön und gut. Aber wie soll uns das helfen? Sei still. Danke, Wesemir. Und es tut mir leid, was ich gesagt habe. Haben die Jungs dir erzählt, was wir vorhaben? Ja. Und es gefällt mir nicht. Aber ich muss dir wohl vertrauen. Ich dachte, die Folterbank wäre schon längst weg. Ich dachte, wir wären diese Folterbank längst los. Ist sicher ein halbes Jahrhundert her, dass ich den traurigen Albert gesehen habe. Ich konnte mich nicht von ihm trennen. Dachte, wir könnten ihn noch gebrauchen. Ihr wisst ja, wie alte Leute so sind. Klar, jeder Opa sammelt ja Foltergeräte auf dem Dachboden. Und jetzt? Gut, und was jetzt? Wir können anfangen. Wir brauchen nur die Tränke zu brauen. Warum haben wir das nicht? Früher gemacht. Weil die vorbereitenden Elixiere für die Probe sehr reaktionsfreudig sind. Sie müssen sofort nach der Herstellung verabreicht werden. Zufrieden. Geralt, mach die Tränke. Hier sind die Rezepte. Eskel, nimm eine Flasche Alkohol. Oh nein. Nach letzter Nacht hab ich... Und desinfiziere die Werkzeuge. Na? Hopp, hopp. Okay, jeder an seine Arbeit, Freunde. Los geht's. Du wirst doch schon wieder rennen. Da, aufnehmen. Wie bist du
also auf diese Maße gekommen? Hab ein paar komplexe Berechnungen an. Stelle die Kräuter. Moment. Alchemie. Selbstbestimmung zur Wendung. So, ja. Moment. Welchen genau sollten wir jetzt herstellen? Das ist zwar eine sämtliche Stelle, den Kräuterabsud her. Okay. Ob wir den hier irgendwo haben? Zerstörer. Nee, auch nicht. Da, Kräuterabsude. Zack. Erfolgreich hergestellt, Kräuterabsude. Du meinst, du hast geraten. So, da hab ich's. Ja? Was ist denn, Wolf? Achso. Bis später, Wesemir. Muss man mit der Frau gehen. Ja. Ja! Wir drüber klettern. Fertig. Werkzeuge auch. Gut. Wesemir? Bärenklau-Extrakt gegen die Schmerzen. Ich weiß, hab ich schon mal gemacht. Eskel, mach die Einschnitte an den Venen und setze die Röhrchen ein. Geralt, setze die Ampullen in die Spender ein. Alter, was machen die mit dem, ja? Ach du Scheiße. Fertig. Öffne die Regler. Die Reihenfolge ist egal. Die Reihenfolge ist egal. Muttertränen. Verabreichen. Hat die Bärenklau gewirkt? Wenn nicht, hätte er einen Schock bekommen, der ihn getötet hätte. Dann läuft alles nach Plan. Nein, aber es liegt alles im Rahmen. Jetzt das nächste Elixier. Okay, nehmen wir mal das hier. Ich hatte gehofft, sowas nie wieder mit ansehen zu müssen. Warum hast du dann die Folterbank behalten? Ja, wirklich. Geralt, das nächste Elixier. Halt, das ist keine gute Idee. Oh, Freunde, oh, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber... ich würde es ja gerne mal machen, ne? Wirklich, aber... ich weiß es nicht. Ja, komm, wir verabreichen das jetzt. Und wir schauen einfach, was passiert. Oisi, Kevin. Und jetzt? Jetzt warten wir, dass die Elixiere ihre Wirkung entfalten. Könnte einen Tag dauern. Vielleicht länger. Ihr braucht nur zu warten, ja. Ich muss den Stabilisierungszauber aufrechterhalten. Umas Körper ist lange nicht so robust wie der eines jungen Hexeranwärters. Ohne den Zauber würde er... Es ist schon passiert. Eskel, es tut mir leid. Würdest dir was ausmachen? Lappen zu holen, schon unterwegs. Alter Schwede, jetzt geht's aber los hier. Schrubb den Boden, Alter! Ja. Kann nicht glauben, was wir hier machen. Kotze aufwischen? Nein, die Probe, wenn Ciri da drin steckt, könnte sie verkrüppelt werden. Wirr im Kopf oder gefühllos. Schon mal überlegt? Jen weiß, was sie tut. Ich vertraue Jen. Sie weiß, was sie tut. Das bezweifle ich nicht. Aber wissen wir auch, was sie tut? Hat sie dir die Erfolgsaussichten gesagt? Meine Herren, sauberer wird der Boden nicht mehr. Und ich müsste bitte auch noch abgewischt werden.
Nichts gegen dich, aber mir wäre lieber, dass es Geralt macht. Verstanden. Wäre mir auch lieber. Ist das alles fertig, ey? Ist das normal? Ja, Umas Körper löst sich von innen auf. Wenn das geschehen ist, müssen wir ihn neu formen, sonst stirbt er. Ihr Hexer habt Mutagene. Wir müssen Zauber nutzen. Meine Güte. Hey, Yen, du döst ein. Nein, ich ruhe nur meine Augen aus. Ja, das nennt man schlafen. Dann unternimm was, um mich wach zu halten. Kneifen soll ziemlich effektiv sein. Später vielleicht. Rede lieber mit mir. Erzähl mir eine Geschichte. Habe ich dir jemals erzählt, dass Rittersporn mir ein Schwert gekauft hat? War das in Kerak? Nachdem wir uns... entschieden hatten, eine Pause zu machen, ja. Meine Schwerter waren verschwunden und Rittersporn bestand auf meiner Bewaffnung. Also kaufte er mir eine Waffe. Er kam strahlend zu mir. Echter Stahl aus Viroledo. Zu einem guten Preis, das war schon fast Diebstahl. Natürlich zerbrach die Klinge bei der ersten Parade. Er ist wach. Die Zeit ist gekommen, um den Fluch zu brechen. Bereite das Phylakterium vor. Das gibt's doch nicht. Avalach? Du kennst ihn? Ja, ein Elf. Ein Elf. Ein Wissender. Wo ist Ciri? Versteckt. Die Nebelinsel. Aber sie ist nicht sicher. Die wilde Jagd. Die Nebelinsel? Wo liegt sie? Die Nebelinsel. Wo liegt sie? Überall. Und nirgends. Hör zu, Wissender. Wir haben den Fluch nicht gebrochen, um Rätselraten mit dir zu spielen. Rwain. Arwain. Sirain. Ins Gellige. Folge ihm. In den Nebel. Beeile dich. Schnell. Aber der Fluch, die wilde Jagd, hat die Insel nicht gefunden. Bisher. Nur eine Frage der Zeit. Doch wenn sie sie verlässt, werden sie sie finden. Sofort.
Es reicht, Geralt. Er ist dem Tod noch nicht entronnen. Ich suche Ciri. Ich werde Ciri suchen. Nicht so eilig. Denkst du nicht, dass du uns Antworten schuldest? Woher kennst du diesen Avalach? Was hat Ciri mit ihm zu tun? Das kann euch Yennefer erzählen. Behaltet ihn im Auge. Er ist kein Freund. Vielleicht nicht, aber Ciri scheint ihm vertraut zu haben. Wir sollten seine Worte zumindest ernst nehmen. Du hast gehört, was er gesagt hat. Verlässt Ciri die Nebelinsel, nimmt die wilde Jagd sofort ihre Spur auf. Was dann? Wenn sie erwarten. Was schlägst du vor? Was schlägst du vor? Ciri kann nicht für immer fliehen. Eines Tages wird sie stolpern. Und sie wird keine zweite Chance bekommen. Es ist an der Zeit, dass die Gejagten zu Jägern werden. Geralt sucht Ciri und bringt sie her. Und die wilde Jagd wird ihnen folgen. Sie denken, dass sie uns überraschen. Aber wir werden sie enttäuschen. Wollen wir gegen sie kämpfen? Wir fünf? In einer verfallenen Burg? Haben wir eine andere Wahl? Außer das Unvermeidliche hinauszuzögern? Unser Hübscher hier könnte einige Leute zusammentrommeln, die mit dem Schwert umgehen können. Oder mit Magie. Was hast du vor? Und? Was habt ihr vor? Ich muss mich um Avalach kümmern. Ohne sanfte magische Behandlung wird er sterben. Wenn ich ihm helfe, besteht Hoffnung. Nicht viel, aber besser als keine. Die Jungs und ich werden überlegen, wie wir die ungeladenen Gäste begrüßen. Ich werde Verbündete sammeln. Gut. Ich hole Ciri und eure Verbündete an. Bringe sie alle her. Es gibt einige, die mir noch einen Gefallen schulden. Sind auch hübsche Frauen dabei? Keine andere. Na gut, Zeit, dass ich mich auf den Weg mache. Viel Glück, Wolf. Und grüße Cirilla lieb von uns. Komm bald wieder zurück, Geralt. Alter Schwede. Bitte Freunde um Unterstützung im Kampf gegen die wilde Jagd. Und Freunde, ich kriege schon wieder Gänsehaut, wenn ich es nur lese. Geh nach Skellige. Wir dürfen wirklich nochmal diese wunderbare Insel besuchen. Boah, es ist einfach geil, ey. Aber ich liebe dieses Spiel unglaublich, ey. Und, ich weiß nicht, es ist zwar keine Action passiert, aber irgendwie war diese Folge, finde ich, fast sogar eine der besten bisher. So war echt, ey, ultra geil storylastig hier. Und das Spiel kommt einfach immer noch nicht klar, was hier gerade alles passiert ist. Meine Güte, ey. Ja, Freunde, ich werde das jetzt auch hier beenden. Das muss ich jetzt erstmal wirklich ein bisschen auf mich wirken lassen, alles. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Und nächste Woche geht's weiter. Und dann, ja, vielleicht treffen wir uns dann auch schon wieder zusammen auf Skellige. Ich bin gespannt, Freunde. Haut da rein. Haut da rein.